Haben Sie manchmal das Gefühl, Ihr Partner liebt Sie nicht so wie Sie? Er sagt vielleicht auch seltener, ich liebe dich. Und er hat vielleicht noch nie gesagt, ich liebe dich. Dann könnte Sie dieses Teil Coaching interessieren. Dieser Punkt ist auch ein Punkt, den ich untergebracht habe in diesem Coaching für Singles, denen die Beziehungen häufig am Anfang kaputt gehen. Denn der Satz, ich liebe dich, ist ein Hammersatz. Er kommt ja in jedem großen Film vor und in jeder großen Beziehung sollte er auch vorkommen. Aber so ist es nicht. Schauen wir uns die Realität an. Viele Menschen wissen gar nicht, ob sie jemals in ihrem Leben verliebt waren. Sollen die jetzt keine Beziehung haben? Dürfen die nicht heiraten? Dürfen die keine Kinder kriegen? Nein. Manche Kinder haben auch nicht von ihren Eltern gelernt, dass man sowas sagt. Man hat nicht gelernt zu Hause, dass man Komplimente macht und dem anderen sagt, ich stehe auf dich, du fehlst mir, ich liebe dich. Ist es deswegen ein schlechterer Partner? Ich weiß es nicht. Es kann immer noch ein traumhafter Partner sein. Ihre gesamte Beziehung kann sogar eine traumhafte Beziehung sein. Nur dieses kleine Detail fehlt Ihnen. Und Sie sind mit der Lupe auf diesen Detail und machen es riesig groß. Und dann können Sie auch noch lästern bei Ihren Freunden und Bekannten. Er hat nie gesagt, er liebt mich. Oder sie hat nie gesagt, ich liebe dich. In Wirklichkeit sind es doch nur Worte. Was zählt, sind die Handlungen. Und jetzt kommen wir zum Kern. Ja, Sie sind ja in diesem Coaching, weil Sie das Gefühl haben, Sie wollen mehr als Ihr Partner. Und das ist eine Verunsicherung. Und wahrscheinlich sagt Ihnen Ihr schlaues Köpfchen, wenn der andere mir wenigstens jeden Tag sagt, ich liebe dich, dann würde ich alles andere in Kauf nehmen, weil dann wüsste ich, er liebt mich. Aber in Wirklichkeit, wer spricht hier? Hier spricht leider gerade Ihre Angst. Ihre Angst, dass der andere Sie nicht liebt. Ihre Angst, dass Sie ihn verlieren könnten. Und Angst ist einfach keine tragende Emotion für eine Beziehung. Und Angst sollte vor allen Dingen nicht Ihre Denken und Ihre Handlungen beeinflussen. Was wäre eine schöne Einstellung? Eine schöne Einstellung ist, der andere ist ein anderer Mensch mit einer anderen Erziehung und einem anderen Hintergrund. Und aus dem Grund kann es sein, dass er niemals sagen wird, ich liebe dich, aber sich so verhält, als ob er mich mehr liebt als jeden anderen, den er jemals hatte. Das werden Sie zwar nie erfahren, aber es ist möglich. Es kann sein, dass diese Person, die da Ihr Partner ist, tatsächlich in ihrem Leben nicht mal sagen wird, ich finde dich toll, weil sie sich nicht traut oder es nicht gewohnt ist, nicht weiß, dass man sowas tut, obwohl sie sich genauso verhält, als ob sie der beste Partner sind. Und wenn sie deswegen die Beziehung kaputt machen, wäre es echt jammerschade. Also, was machen wir? Als erstes aufhören mit der Erwartung, dass der andere auch sagt, ich liebe dich. Wenn er ihr Partner ist, wenn er in der Beziehung bleibt, das ist so etwas wie, ich liebe dich zu sagen für viele Menschen. Zweitens, Sie können mal ganz nebenbei, auf keinen Fall direkt gerichtet mit der Pistole, ganz nebenbei erwähnen, sag mal, du bist ja jemand anscheinend, der jetzt nicht so häufig sagt, ich liebe dich, ich bin jemand, der könnte es ständig sagen. Wie war es eigentlich bei deinen Eltern oder wie ist es in deinem Freundeskreis oder hast du es jemals jemandem gesagt? Und dann wird die Person was erzählen und dann nur zuhören, nicht kommentieren, nur zuhören. Die Person wird sich selber Gedanken machen, wenn sie darüber erzählt. Sie wird sich Gedanken machen, oh, damals habe ich gesagt, ich liebe dich, hier nicht. Vielleicht wird die Person sehr wahrscheinlich Entschuldigungen bringen. Hören Sie die Entschuldigungen einfach an, nicht darauf reagieren. Uns interessieren die Entschuldigungen nämlich eigentlich gar nicht. Wir wollen nur, dass der andere sich mal Gedanken macht, vielleicht doch, ich liebe dich zu sagen. Denn die Entschuldigungen werden wieder Gründe sein, warum es ihm schlecht geht oder warum was jetzt nicht passt. Und das wollen wir nicht groß machen. Also, drittens. Sie können dieses Ich liebe dich etwas dämpfen, etwas einpacken. Wie packt man das ein? Indem Sie zum Beispiel sagen, nicht ich liebe dich, sondern sagen, ich weiß, das sind Sachen, die du selten sagst, aber mich reizt es gerade unglaublich. Dann weiß der andere schon, oh, oh, jetzt kommt das berühmte Wort, was er selber nicht benutzt. Und Sie führen also fort. Und deswegen reizt mich einfach, weil ich dich einfach so toll finde und ich habe auch manchmal Angst, dass ich damit total überschütte. Sage ich dir einfach, ich liebe dich. Und dann hat der andere wenigstens ein bisschen Raum gehabt, sich darauf vorzubereiten. Ja, für ihn sind das vielleicht Worte, die ihn sogar erdrücken. Und sie dürfen ihn nicht erdrücken, sie müssen ihm doch Freiraum geben. Und am besten sagen sie es, wenn sie schon sagen, nicht mit der Erwartung, sag's mir jetzt auch, sondern wie ein Geschenk, was sie geben ohne Gegenerwartung. Ich liebe dich, finde ich einfach einen tollen Menschen. Wenn der andere spürt, da soll gar nichts zurückkommen, sondern sie sagen das, weil sie wirklich ihn lieben und nicht, weil sie kontrollieren wollen, ob er noch da ist oder kontrollieren wollen, ob er sie auch liebt,
was die schlechten Emotionen sind, dann könnte es eventuell sein, ich will Ihnen nichts versprechen, es könnte sein, dass in den nächsten Tagen und Wochen der andere sich auch vielleicht mit viel Mut und Kraft durchringt, etwas Ähnliches zu sagen. Und wenn er das dann tut, dann wäre es schön, wenn Sie lächeln. Ihn nicht erdrücken, sondern lächeln und sagen, oh, es ist schön, weil ich empfinde auch sehr tief für dich. Viel Spaß, weil es ist eine schöne Sache mit diesem Ich liebe dich. Und machen Sie es leicht. Dann wird das von selber wunderbar. Viel Erfolg.